Sehr geehrte Frau Bundesrätin ja, Evelyn Wittmann-Schlumpf. Ihre Wort, wo sie hat seit dem da verlassen lassen und jetzt die Nationalratspräsidentin mit ihrer Laudatio. Als sie zur Bundesrätin gewählt wurden. Es waren zwei prägende Tage für die Schweizer Politik und mit Sicherheit auch turbulente Tage für sie. Heute verabschieden wir sie, nachdem sie am vergangenen 28. Oktober ihren Rücktritt per Ende Jahr erklärt haben, am selben Ort in der Vereinigten Bundesversammlung. Es wurde oft gesagt und geschrieben, dass die Politik Evelyn Wittmann-Schlumpf in die Wiege gelegt worden sei, weil bereits ihr Vater Leon Schlumpf Bundesrat war. Diesen Einfluss einer politischen Familie hat es sicher gegeben, aber alle, die in der Politik Karriere machen, tun das letztendlich selber, aus eigener Kraft. Sie gehen einen eigenen Weg. Für Frauen in der Politik gilt das in besonderem Maß. So ist auch Evelyn Wittmann-Schlumpf ihren Weg gegangen, von der Kreispräsidentin zur Kantonsrätin, vom Regierungsrat bis in den Bundesrat. Als überzeugter Familienmensch, immer getragen und beraten von ihren Nächsten, aber auch geprägt und unterstützt von ihrer Heimat, dem Kanton Graubünden und ihrer Gemeinde Felsberg. Als ausgebildete Juristin, notabene Rechtsanwältin, Notarin und Doktorin der Rechte, als Regierungsrätin, Finanzdirektorin des Kantons Graubünden und Präsidentin der kantonalen Finanzdirektorenkonferenz brachte Evelyn Wittmann-Schlumpf bei ihrem Amtsantritt anfangs 2008 viel politische Erfahrung auf den verschiedenen föderalistischen Ebenen unseres Landes mit. Und doch war es für sie kein einfacher Beginn. Als EOPD-Vorsteherin musste sie sich rasch in komplexe Dossiers einarbeiten, ein belastetes Departement führen, sich mit der Arbeitsweise des eidgenössischen Parlaments vertraut machen und schwierige politische Entscheide fällen. Das alles oft im eisigen Gegenwind, doch gleichzeitig mit großer Unterstützung ihrer Familie, von verschiedener Seite des Parlaments sowie aus der breiten Bevölkerung. Diese wählte sie anlässlich des Swiss Award zur Schweizerin des Jahres 2008. Mit großem Arbeitseinsatz und starkem Willen ging Evelyn Wittmann-Schlumpf einen steinigen Weg, der ihr aber als Berglerin nicht unbekannt war, und sie ging ihren Weg konsequent und beeindruckend unbeirrt. Als Stellvertreterin des damaligen Finanzvorstehers und ab November 2010 als Chefin des Finanzdepartements spielte Evelyn Wittmann-Schlumpf eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise und der Weiterentwicklung des Finanzplatzes Schweiz. In einer Zeit, in der Finanz- und Bankenplatz mit einer Hiobsbotschaft nach der anderen konfrontiert wurde, in einer Zeit massiven Drucks von außen und in einer Zeit harter innerpolitischen Auseinandersetzungen um die Ausrichtung und Ausgestaltung des Finanz- und Bankenplatzes Schweiz, in exakt dieser schwierigen Zeit spielte Evelyn Wittmann-Schlumpf ihre Stärken aus. Ihre Dossiersicherheit, ihre rasche Reaktionsfähigkeit, ihre Ausdauer und Beharrlichkeit. Aber auch ihr Respekt vor unserem politischen System. Der Sinn für das Sinnvolle und Machbare zeichneten sie aus. Dass daneben noch der Bundeshaushalt im Lot gehalten wurde, ist für einige vielleicht eine Fußnote, im aktuellen internationalen Kontext aber äußerst bemerkenswert. Die nachfolgenden Generationen, darunter ihre Kinder und Enkel, werden es ihr danken. Es ist eine große Arbeit, die Evelyn Wittmann-Schlumpf verbracht hat. Eine Leistung nicht für sich, nicht für eine Partei, nicht für einen Wirtschaftszweig, nicht für Interessengruppen, sondern eine Leistung für die ganze Schweiz, für unser Land. Wie Evelyn Wittmann-Schlumpf dies alles geschafft hat, wissen wir nicht genau. Aus der Zusammenarbeit in den Kommissionen und im Rat wissen wir um ihre detailreiche Dossierkenntnis und ihre Debattierfreudigkeit. Aber auch hier, Dossierkenntnis und Debattierfreudigkeit alleine machen keinen guten Bundesrat oder eine gute Bundesrätin aus. Und Evelyn Wittmann-Schlumpf war eine bemerkenswert gute Bundesrätin. Es war mehr. Es war ihr politischer Instinkt, ihre Nehmerqualitäten,
die Fähigkeit, anderen zuzuhören und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und es war wahrscheinlich vor allem eines, die Leidenschaft für tragfähige Lösungen, Lösungen auch über die parteipolitischen Grenzen hinweg. Geholfen hat sicherlich aber auch ihre ganz eigene Art. Humor ist in Bundesbern überlebenswichtig, sagte sie einmal. Wie recht sie doch hat. Ich bin sicher, dass wir ihren feinen, trockenen und auch selbstironischen Humor noch vermissen werden. Neben der Aufarbeitung all dieser schwierigen Dossiers setzte sich Evelyn Wittmer-Schlumpf in den 8 Jahren als Bundesrätin und vor allem 2012 in ihrem Jahr als Bundespräsidentin immer auch für ein anderes, übergeordnetes Ziel ein. Für den Respekt in der Politik, für eine Kultur des Ausgleichs. In ihrer 1. August-Rede dieses Jahres hat sie es so formuliert. Ausgleich lohnt sich. Der sogenannte Return on Investment ist hoch und er hat einen Namen. Sozialer Friede, politische Stabilität, friedliches Zusammenleben. Evelyn Wittmer-Schlumpf hat sich nach 8 Jahren in der Landesregierung entschieden, zurückzutreten und sich mehr Zeit für ihr Privatleben zu nehmen. Ein Privatleben, das sie in ihrer Zeit als Bundesrätin von ihrem öffentlichen Amt bewusst trennte. Ein Privatleben, das notgedrungen zu kurz kam. Etwas, was ihr als Familienmensch, Mutter und Großmutter mit Sicherheit nicht leicht fiel. Auch in den letzten Wochen hielt sich Evelyn Wittmer-Schlumpf bedeckt, was ihre Zukunftspläne angeht. Einzig, dass sie sich öfter um ihre Enkel kümmern wird, wissen wir. Nicht nur beim Kinderhüten, sondern bei allen weiteren Projekten und Aufgaben, die Evelyn Wittmer-Schlumpf künftig anpackt, wünsche ich ihr im Namen der Vereinigten Bundesversammlung von Herzen viel Erfolg und Freude.